Ja, hallo liebe Freunde. Wenn man über Beziehungen redet, dann denkt man natürlich auch schnell an das Thema Verlobung. Und dazu jetzt mal so ein paar Facts and Figures. Ja, ja, also zur Frage, ist die Verlobungszeit nur eine Vorbereitungszeit für die Ehe? Wollen wir einfach sagen, ja, das war's. Ja, wir dachten, das mal als Anlass zu nehmen, ne? Einfach mal ein bisschen auch über Verlobung zu sprechen, ja, weil gut. Wenn man über Beziehungen redet und sagt, was nicht so gut ist, dann fragt man sich ja auch, was zielt man letztendlich hin? Mhm. Ne? Man wünscht sich ja eben dann oftmals doch eine Ehe und da gibt es eben vorher die Verlobung. Genau, die Verlobung ist jetzt eine Sache, die, ja, Verlobung in der Schrift haben wir ja schon gesehen, Matthäus 1 gibt es sowas, aber es hat sich vielleicht ein bisschen verändert auch, ja. So die, was es bedeutet. Genau. Und man sieht einfach, wenn man jetzt die Bibel durchsucht, es ist nicht so 100% klar definiert, wie das immer abgelaufen ist. Mit öffentlichem Fest oder sonst was. Wir machen das manchmal, dann kriegt jeder einen Ring und diese ganzen Sachen. Da wüsst ihr jetzt nicht, ob man das so gut aus der Bibel herleiten kann. Ja, ich meine, wie war das bei Isaak und Rebekka, dieser schönen Illustration im Alten Testament? Ich meine, die ist mit dem Knecht durch die Wüste gereist und dann waren die schon verheiratet, oder? Mhm. Also, wenn man, er nahm sie in sein Zelt. Und Adam und Eva, wie lange verlobt waren die? Aber wo wir uns einig sind, und wir sind uns immer sowieso einig, aber ob wir uns nicht einig sind, sind wir einig. Ja. Verlobung ist auf jeden Fall, was wir sehen in der Bibel, ist, wie du es auch nennen willst, Verlobung oder Dating, Courtship, irgendwie auf, da gibt es ja tausend verschiedene Sachen. Auf jeden Fall ist es eine Zeit, wo du dir ein Versprechen gibst und das führt hin zur Ehe. Ganz genau. Das muss die Sache sein. Ja, du sagst jemanden, ich liebe dich, und zur gleichen Zeit nimmst du ihn auch bei der Hand und sagst, ich will dich auch heiraten. Ganz genau. So. Und das ist vielleicht auch nochmal der Punkt, klar zu machen. Wir haben ja vorher mal über Beziehungen geredet, platonische Liebe und diese Sachen, geht das oder nicht? Dass man halt in der Bibel, wenn auch nicht alles jetzt so definiert ist als Wikipedia-Eintrag, ja, dann findet man trotzdem so diese Kategorien. Die Bibel redet von Unverheirateten, sehen wir zum Beispiel auch 1. Korinther 7 ganz klar. Sie redet von Verlobten, ja. Und sie redet natürlich von Heirat und Verheirateten. Aber die Bibel kennt eben nicht irgend so ein undefiniertes, vages Verhältnis, irgendeine Freundschaft zwischen Jungen und Mädchen. Und jetzt kommt der wichtige Punkt, die nicht eine ernsthafte Verbindung als Ziel hat, letztlich, ja, was die Ehe ist. Ja. Deswegen kannst du nicht irgendwas eingehen, also auch nicht im Seelischen und vor allem sowieso auch nicht im Körperlichen, wo du nicht gleichzeitig sagst, ich wäre bereit, jetzt diese Frau oder diesen Mann zu heiraten. Mhm. Und damit sind natürlich auch ein Großteil dieser Pseudo-Verlobung von heutzutage, die fallen dann einfach auch schon mal raus. Ja. Ja? Ich komme zum Beispiel aus einer Region, aus Deutschland, wo man vorher ziemlich viel, man hat immer gesagt, ich gehe mit jemandem zusammen. Ja. Fragt sich wohin, ne? Ja, fragt sich wohin, aber ist okay. Also wenn, will ich mal so sagen, wenn die Ehe wirklich das Ziel ist, dann kannst du auch gerne mal diesen Begriff benutzen, ja, wenn du Bock hast. Ja. Ich sehe da keinen, ehrlich gesagt, warum nicht einfach sagen, dass man verlobt ist, aber gut. Kurz oder lang, die Verlobungszeit? Ja, absolut. Meine Erfahrung, bloß nicht zu lang. Bloß nicht zu lang. Du bist zusammen mit jemand, es ist irgendwo von der Außenwelt auch akzeptiert dann, dass du zusammen bist. Und dann wird diese Sehnsucht nacheinander wird immer stärker. Hm. Und je länger du, wie so zwei Magneten, dich ganz nah zusammen bewegst, aber du weißt, du darfst nicht zusammentreffen, ja, im Letztendlichen, dann ist das so ein Spannungsfeld, das hältst du irgendwann nicht mehr aus, dann stresst sich entweder extrem oder du fällst in schlimme Sünde, indem du nämlich dann wieder einfach vor der Hochzeit miteinander schläfst, was Gott eben Hurerei nennt. Hm. Und das wäre halt super, super schade, ja, wenn du den richtigen Partner gefunden hast, aber die Sache dann falsch angehst. Genau. Und wie gesagt, als Mann musst du wieder dafür gerade stehen, besonders ist schlecht, einfach geht ihm vielleicht aus dem Weg. Dann wäre es doch lieber, weil manchmal hast du ja bestimmte Sachen, du bist zum Beispiel im Studium drin oder du musst irgendwas noch fertig machen bis dahin, aber das kannst du, Liebe ist eine Entscheidung, ja, du kannst es entscheiden, erstens mal, aber jetzt bist du, sagen wir mal, du bist drin, du bist verlobt vielleicht mit jemandem, okay, dann mach da alles, weißt du, dann kannst du heiraten, besser heiraten, als in Sünde zu fallen, ja, dann heirate lieber, mach eine kleine Hochzeit, nehmt euch eine ganz kleine, genau, Wohnung und dann... Das ist ja auch 1. Korinther 7, ne? Es ist besser zu heiraten, genau, als entbrannt zu sein. Genau. Also unser Eindruck ist, dann lieber wirklich einen 400-Euro-Job und den Lebensstandard richtig runterfahren und noch parallel studieren, aber schon verheiratet sein, als die ganze Sache wirklich wie Kaugummi so lang zu ziehen, bis sie entweder irgendwann auseinanderreißt, das gibt es übrigens leider dann auch, oder eben eure Beziehung nach außen hin auch mit schlimmer Sünde startet. Das ist total schade. Ja, das ist sehr, sehr... schlecht. Das soll ich mir jetzt sagen, aber es ist einfach, wäre dann schade, aber ja, vielleicht ein paar Tipps von unserer Seite zu diesem Thema. Wissen, dass man auch nicht immer alles
perfekt gemacht hat in der Verlobungszeit. Absolut. Ja, soll man einfach auch hier sagen. Wir haben euch lieb und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, richtig schön, dass ihr beim Thema Beziehung auch so mitmacht. Die ganzen Videos auch jetzt wieder hier bis zum Ende. Bitte bleibt dran, gebt uns Kommentare, gebt uns Fragen und bis zum nächsten Mal.